Dann fahrt ihr dreimal zu diesem Kontrollpunkt. Die heiße Maschine ist vorbereitet. Und ihr drei ebenfalls zu diesem Kontrollpunkt. Predator, wartet eure Befehle. Nähern uns dem Ziel. So, im Endeffekt sammle ich jetzt nur noch meine Panzer ein. Och, das ist wieder flach. So, jetzt die Jungs hier. So, wegballern. Zack, zack, zack. Laserkanonen sind halt echt geile Kisten. Gegen Infanterie werden zwar die Maschinenkanonen und der schwere Bolter besser, aber das geht so auch. Naja. Hier, zerstören wir das Gebäude hier. Das kann nicht mehr Schaden machen. So, buff, buff, buff. Da ist er. Und jetzt können wir die Truppen ausradieren. Im Vorbeifahren, bitte. So. Hier werden wir jetzt erstmal die Truppen sammeln. Die geheime Maschine ist vorbereitet. Habe ich hier nicht noch irgendwo einen Servitor? Ein einfaches Ziel. Komm mal her. Reparier mal. Ich erwarte Ihre Anweisungen. So, gut. Alles klar. Die stehen hier soweit so gut. Hier gibt es wieder ein bisschen Stau. Och, sind die lahmarschig. Meine Fresse, ey. Das dauert ja ewig. Ihr geht mal dahin. Du. Dahin. Verehrt den unsterblichen Imperator. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Du hierhin. Predator, wartet du fährst hierhin. Ein einfaches Ziel. Predator, wartet eure Befehle. Ja, jetzt geht doch mal aus dem Weg. Oh, Leute. Oh Gott, was KI, ey. Furchtbar. Keine Furcht. Glaube und Ehre. Und wo ist der Servitor jetzt? Da, okay. Dann sieh mal zu, dass du jetzt meine Jungs hier reparierst. Ich fang mit dem an. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ja, jetzt 3, 6, das muss reichen. Ich bin hier, um euch zu dienen. Predator-Panzer. Aber... Geh vorsichtig mal alle hinterher. Und trag deine große Waffe. Ich bin bereit, sammeln. Zu dienen. Durch die Vernichtung auch, unserer Feinde sammeln. Erlangen wir die Erlösung. So. Ketzerei entspringt aus Süßigkeit. Imperiale. Und ihr, Leute, ihr seid ihr bescheuert? Jawohl. Ich fäll's wieder zurück hier. Vollidioten. Melde mich zum Dienst. Befolge Befehle. So, mehr Einheiten. Team 1. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst so, zu leben. Wo ist der Servitor da? Der ist noch bei der Arbeit. Dann habe ich hier noch 2, 3 Panzer, die unbedingt repariert werden müssen, bevor ich loslege. So, dann machst du den fertig. Und dann, würde ich sagen, gehen wir mal rein. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Na gut. Ja, das sind sie wieder, die Orks. Ich lasse die Orks mal Orks sein. Wir werden beschossen. 16, 16. Oh ne, 15. Ja, okay. Ja, sollte halt weiterlaufen. Spielt keine Rolle, ganz ehrlich. Die Orks sind natürlich sehr. Auf dem Weg. Bunker hier fallen. So, 2 Predator noch reparieren und dann geht's los. Dann ballern wir die Elder mal hier vom Planeten runter. Schweinehunde. Ein Ork steht da noch rum. Oh Gott. Ja, komm, Feuer. Nein, halt, bleib stehen, bleib stehen. Ach, also wirklich, das ist echt umständlich. Wenn du über diesen scheiß Hügel nicht rüberfahren kannst, dann bleib einfach stehen und lass den dummen Ork leben. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Ist jetzt fertig? Nee, noch nicht ganz. Ach Gott, das ist ja meine Güte, sind die beschädigt teilweise. Das ist ja schlimm. Bauen wir kurz einen Poltergeschütz daneben. Oh, okay, der ist tot. Das ist ja doof. Aber ich denke, das wird er schaffen. Wenn der Turm schnell genug fertig wird. Oh, das wird jetzt haarig werden. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Das gefällt mir nicht. Nein. Nein. Okay, wenn ich Glück habe, schaffe ich es noch. Vor allem mal den Big Mac hier oben, das ist wichtiger. Oh, wie hält er das aus? Das wäre... Oh, oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Oh, shit, die Elder sind raus.
Verdammt, okay. Keine andere Wahl, ich muss vorrücken. Ja, okay, das schaffe ich doch noch, denke ich. Oh, oh. Leute, die Waffenplattform, schnell. Scheiße, ich habe einen Predator verloren, Mist. Dämliche Elder. Leute, zerstört doch erstmal die Plattform. Oh Gott, sind die dämlich. Egal, da müssen 5 Predator verteidigen. Genau, überbringt seinen Willen. So, okay, das hat nicht mehr ganz so funktioniert, wie das geplant war. Das ist scheiße. Aber nicht zu ändern. So, Team 1 nachrücken. Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Durch die ja, repariert den. Ein bisschen Tempo. Pronto, schneller, Leute. Ihr seid doch so dämlich. Okay. Ja. Wow, der hat es geschafft. Ich bin begeistert. Der steht noch. Krass. Hallo. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Na bitte, es geht doch. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Ja gut, dann baue ich jetzt mal einen nach. Das ist dumm gelaufen jetzt. Das ist echt dumm gelaufen. Na egal, ich versuche es gleich einfach mit 3 Predator-Panzern. Mal gucken, ob es reicht. So, dann ziehen wir die 2-mal nach. Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Ilium Saar-Panzer, Scheiße! Da bin ich gar nicht gerechnet. Das muss trotzdem so reichen. Feuer! So, jetzt Ilium 4 weg. Jo, der Kampfpanzer hier. Hat er schon wieder einen verloren. Oh Leute, jetzt steht ihr euch hier alle gegenseitig in den Weg. Ich glaube, ich spinne. So, kommt vor. Jo, ihr macht das schon, Jungs. So, mit der Raketenwerfer geht das ein bisschen flotter. Jetzt habe ich noch einen Predator gebaut, den ich eigentlich gar nicht mehr benötige. Aber ich habe mich eben saudumm angestellt, das ist einfach blöde gewesen. Also das hätte ich heute nicht besser lösen können. So, zack, Feuer. So, es müssten alle Elder sein. Ja, ich bin bei der Ausgabestelle. Okay, die Mission ist auch durch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder Let's Play Warhammer 40.000 Dawn of War. Bis dann. Wir finden immer noch weitere Sprengstoffe und Zünder der Elder. Aber wir sollten nicht versuchen, sie zu bewegen. Wir haben zwar ihre Zündvorrichtungen ersetzt, aber mehr wage ich nicht bei dieser fremdartigen Technologie. War es eine Falle? Nein. Bei der Anordnung der Sprengstoffe ist es wahrscheinlicher, dass sie dieses Gebiet zum Einsturz bringen und dabei den Wegweiser verschütten wollten. Sie haben versagt. Isador, untersuche den Wegweiser und sage uns, wohin er uns als nächstes führt. Captain, Inquisitor Toth ist gerade angekommen. Natürlich ist er das. Beeindruckend, Captain. Aber ich habe nie bestritten, dass das Chaos diesen Planeten betreten hat. Ich sagte nur, was immer sich hier befindet, würde vom Sturm beseitigt werden. Am besten bleiben wir nicht hier, um dieses Schicksal zu teilen. Und wie ich euch schon gesagt habe, werden die Blood Ravens bis zum letzten Moment hierbleiben. Ich plane, in den 2 oder 3 Tagen, die mir noch zur Verfügung stehen, dieses Rätsel aufzudecken. Captain, ich erdreiste mich nicht, eure Entscheidungen, die Blood Ravens betreffend, in Frage zu stellen. Aber wenn ihr die imperiale Armee des Oberst in eure Mission... Meine Mission? Schon wieder werft ihr mir vor, dass ich aus persönlichen Gründen handle. Es ist eure und meine Pflicht, jedes Anzeichen von Ketzerei oder Chaos zu beseitigen. Ihr überschreitet eure Kompetenzen. Genau wie ihr, Inquisitor.
Es ist nicht die imperiale Armee des Oberst. Ihre Leben gehören dem Imperator. Sein Befehl und sein Wille ist es, dass ich mit der imperialen Armee die Mächte des Chaos im Heiligen Krieg vernichte. Ich sehe nun, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Wenn ihr euch auf einen Weg begebt, der euch zerstören wird, kann ich euch nicht aufhalten. Aber ich werde nicht erlauben, dass ihr uns mit hineinzieht. Auf Erlass der Inquisition übernehme ich die Kontrolle über Tartarus. Alle Anfragen bezüglich planetarer Ressourcen, einschließlich seines Militärs, gehen über mich. Captain, von diesem Augenblick an seid ihr und eure Männer auf euch allein gestellt.